Die Wirtschaftsnachrichten hier bei Tagesschau 24. Hohe Inflation und neue Unsicherheiten für die Konjunktur, bedingt durch den Krieg in der Ukraine. Das ist ein ungünstiger Kontext für die heutige Sitzung der Europäischen Zentralbank. Hatte die wirtschaftliche Erholung nach den Belastungen der Corona-Pandemie zuletzt noch auf einen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik der vergangenen Jahre hingedeutet, vermeldete die EZB dann am Mittag doch, der Leitzins im Euroraum bleibt vorerst auf dem Rekordtief von 0%. Mehr dazu jetzt von Sami Ibrahim aus der Frankfurter Börse. Mit 0%, da hatten die Finanzmärkte schon gerechnet, aber es gab im Nachgang eben auch noch die Äußerungen zu den Anleihekaufprogrammen, die die EZB ja auch noch fährt. Die werden etwas früher zurückgefahren, als man das ursprünglich vorhatte. Das hat auch für eine negative Überraschung gesorgt. Nichtsdestotrotz hat die Europäische Zentralbank sich ein Hintertürchen offen gelassen. Sie sagt klipp und klar, ja, wir fahren das zurück. Wir bereiten damit sozusagen dann auch die Möglichkeit einer Zinswende vor. Aber sie muss diese Karte eben nicht ziehen, wenn sich die Inflation in einer Art und Weise bewegt, wie sie das ein Stück weit auch erhofft, dass eben die Energiepreise am Ende doch stärker zurückkommen, als man das im Augenblick befürchtet, angesichts der Blicke auf die Anzeigetafeln an den Zapfsäulen. Die Europäische Zentralbank hat ihre eigene Inflationsprognose kräftig nach oben geschraubt auf 5,1%, aber sie hofft eben, dass sie nicht eingreifen muss. Der Krieg in der Ukraine ist eine andere Geschichte. Auch das wird eben die Wirtschaft lähmen und es wird die Konjunktur auch beeinträchtigen. Die Lieferketten, die sich zuletzt entspannt hatten, sind schon wieder angespannt. Und auch das hat die Europäische Zentralbank genau im Blick. Sie hat aber klipp und klar auch erklärt, sie würde weiterhin für Liquidität sorgen. Das betrifft sowohl den Bankensektor, der stark unter Druck steht, als auch den Rest der Wirtschaft. Was haben Sie am Aktienmarkt daraus gemacht? Die Reaktion relativ klar, als eben die Europäische Zentralbank mit ihrem Ergebnis kam. Es ging einmal erstmal deutlich nach unten. Die Liquiditätsversprechen haben dann gefruchtet. Der DAX jetzt zum Ende rund 3% im Minus, über 400 Punkte bei 13.442 Punkten. Das ist allerdings nach dem Rekordplus von über 1.000 Punkten an einem Tag gestern kein wirklich großes Problem. Sami Ibrahim, danke nach Frankfurt. Unterbrochene Lieferketten, gestiegene Energiekosten und Materialmangel. Die Sanktionen, die der Westen wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängt hat, treffen ja nicht nur Russland, sondern auch die deutschen Exporteure. Laut einer Umfrage des Bundesverbandes Groß- und Außenhandel sieht sich knapp ein Drittel der Unternehmen in Deutschland von den Auswirkungen der Maßnahmen betroffen. Und trotzdem unterstützt eine große Mehrheit die Sanktionen. Allerdings rechnen die Unternehmen mit möglichen Engpässen. Noch ist nicht endgültig klar, wie schwerwiegend die wirtschaftlichen Auswirkungen der Lieferausfälle aus der Ukraine und Russland sein werden. Der Groß- und Außenhandelsverband aber warnt, manches wird knapper und teurer. Wenn Sie in den Bereich der Getreidelieferungen schauen, dann hat die Ukraine schon einen sehr, sehr großen Anteil an Getreidelieferungen nach Deutschland und Europa. Und hier rechnen wir schon mit gewissen kurzfristigen Knappheiten, die ausgeglichen werden müssen, indem von weiter her Getreide beschafft wird. Das alles sorgt für steigende Preise. Laut einer Verbandsumfrage sind die Auswirkungen auf Groß- und Außenhandel durch Russland-Sanktionen und mögliche Gegensanktionen unterschiedlich. Nur 5% der Unternehmen sind nach eigenen Angaben sehr stark betroffen, 26% stark, 35% kaum, 12% nicht betroffen und für 23% sind die Auswirkungen noch nicht absehbar. Der Bundesverband Güterverkehr und Logistik BGL schlägt derweil Alarm. Die hohen Spritpreise würden Fuhrunternehmen hierzulande in existenzielle Nöte stürzen. Und ich denke, die Zeit ist jetzt dringend gegeben, einen Krisengipfel mit der Bundesregierung einzuberufen, weil die Meldungen sind drastischer, deutlicher als in jeder Situation in der Corona-Pandemie. Die Unternehmer sind wirklich verzweifelt. Die Dynamik, die sie ereilt, was die Dieselpreise angeht, stellt sie wirklich vor unlösbare Aufgaben. Der BGL betont, dass 70% der deutschen Güter mit dem LKW transportiert werden. Risse in Beton und Metall, teilweise deutlich sichtbar. Um viele Straßenbrücken in Deutschland ist es nicht gut bestellt. Der Sanierungsbedarf ist enorm. Bundesverkehrsminister Wissing will nach einem Expertentreffen nun das Tempo anziehen und jährlich doppelt so viele Brücken wie bisher instand setzen lassen. Eine weitere Milliarde Euro solle dafür bis 2030 fließen, so Wissing. Viele vor allem in den 1960er und 70er Jahren gebaute Brücken sind auch durch verstärktes Verkehrsaufkommen marode. Die Talbrücke Ramede an der A45. Am 2. Dezember wurde sie kurzfristig gesperrt. Zu stark die Schäden an der Struktur. Mindestens 5 Jahre könnten die Umleitung des Verkehrs und ein Brückenneubau dauern.
Immer mehr, immer schwerere Lkw, auch das führt zu 4000 sanierungsbedürftigen Brücken. Der Bundesverkehrsminister will schneller sanieren. Wir verdoppeln das Tempo bei der Brückenmodernisierung. Das heißt, jährlich wollen wir statt bisher 200 Brücken 400 Brücken erreichen. Dazu bauen wir schrittweise die Kapazitäten auf. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen machen. Aber wir können heute schon anfangen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Zum einen sollen Brücken in Zukunft systematischer und frühzeitiger untersucht werden. Zum anderen sollen die Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigt werden. Das fordert auch die Bauindustrie. In einer Brücke, die in einer solchen oder in einer Infrastruktur, die in einer solchen Notsituation ist, muss es einfach auch machbar sein, dass man innerhalb von einem Jahr eine neue Planung, eine neue Planfeststellung auch für ein solches Bauwerk erwirkt. Schneller abreißen und neu bauen. Ja, aber bitte nicht rücksichtslos, so Naturschützer. Wir sind guter Hoffnung, dass Herr Wissing erkannt hat, dass eine Beschleunigung von Bauprojekten nur mit dem Naturschutz, nur mit einem ausreichenden Naturschutz und mit einer guten Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden kann. Bei der Sanierung will der Verkehrsminister die wichtigsten Verkehrsrouten und die größten Risiken zuerst angehen.